Into the Wild, ab in die Wildnis, so lautete das offizielle Motto der diesjährigen Republika. Das Ziel? In Zukunft weniger Kontrolle und Überwachung im Netz. Guter Ansatz, doch schon am ersten Tag taucht plötzlich dieser Mann auf der Bühne in Berlin auf, David Hasselhoff, mit einer eher simplen Botschaft. You sing it. Happen. Jetzt ist David Hasselhoff nicht unbedingt als kompetenter Redner in Internetfragen bekannt. Ein Netzaktivist ist er eigentlich auch nicht, aber doch zumindest recht populär. Und das reicht vielen schon, zumindest dem finnischen Hersteller von Antivirensoftware, der David Hasselhoff hier in Berlin auf die Bühne geholt hat, wo er dann auch sein Liedchen trällern konnte. Mehr als ein Marketing-Gag war das ganz sicher nicht und auch nicht der Höhepunkt der Republika 14, ganz im Gegenteil. Aber die Kernaussage Freedom, also Freiheit, das singt David Hasselhoff ja, die ist durchaus ein Thema, auch auf der Republika. Denn die Freiheit im Internet, die ist gefährdet. Daten sind Macht, ein wichtiger Rohstoff. Und je mehr Daten eine Firma, eine Behörde, ein Staat in den Händen hält, umso mächtiger ist sie. Wie mächtig, das zeigt diese Animation sehr anschaulich. Hier sind die Daten eines Politikers, Balthasar Gletli aus der Schweiz, visualisiert von Open Data City. Man kann ganz genau sehen, wo der Mann gewesen ist, wann und wie lange, wo und wann er Twitter-Nachrichten abgeschickt hat und welche und auch welche E-Mails er geschrieben hat, an wen und mit welcher Betreffzeile. Ein komplettes Bewegungs- und Kommunikationsprofil entsteht da also. In diesem Fall hat jemand freiwillig all jene Daten gespeichert, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung so anfallen, etwa in der Schweiz. Manche wollen die Vorratsdatenspeicherung auch in Deutschland wieder zurück. Viele Online-Dienste verfügen ohnehin über solche Daten. Die Animation zeigt die Folgen, der gläserne Mensch. Welche Datenspuren wir hinterlassen, allein wenn wir arglos ein WLAN nutzen, das zeigt ein anderes Beispiel von der Republika. Jeder Punkt ist ein Besucher des Kongresses. Sein Smartphone oder Tablet ist mit dem WLAN verbunden. Man kann ganz genau sehen, wohin sich die Person bewegt, wer sich wann, wo und mit wem trifft. Bewegungsprofile aller Besucher. Die Beispiele zeigen eindrucksvoll, wenn wir im Internet unterwegs sind, und das wollen die meisten von uns ja, hinterlassen wir unweigerlich jede Menge Spuren. Und je mehr Daten vorhanden sind, umso mächtiger sind die, die darüber verfügen, egal ob Staat, Geheimdienste oder Konzerne. Es braucht also mehr Schutz, und das ist eine politische Forderung, mehr Schutz, damit unsere Daten gesichert sind im Internet, vor dem Zugriff, vor Behörden, Geheimdiensten und aber auch Konzernen. Die Schwierigkeit ist nur, der Staat hat eine starke Lobby, Konzerne sowieso, von Geheimdiensten müssen wir gar nicht reden, nur die Netzaktivisten nicht. Es mühen sich zwar viele freiwillige Netzaktivisten, es fehlt aber an dem finanziellen Unterbau, sagt die Galionsfigur der deutschen Netzaktivisten Sascha Lobo. Und hier muss dringend etwas passieren. Dutzende Menschen setzen sich ehrenamtlich für ein freies Internet ein. Wenn man den anderen Lobbyisten die Stirn bieten will, muss sich das allerdings ändern. Dazu müssen finanzielle Mittel her, fordert Sascha Lobo, damit sich mehr Menschen Vollzeit und damit effektiver um Netzthemen kümmern können. Mehr Spenden für gute Ideen und für die Sache, vollkommen richtig. Wen die Diskussion dazu interessiert, dem möchte ich die Homepage der Republika empfehlen. Dort kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und im YouTube-Kanal der Veranstaltung gibt es alle Vorträge und Reden nochmal zum Anschauen und Anhören in voller Länge. Wirklich empfehlenswert. Ja, mehr Infos dazu gibt es natürlich unter aktuellestunde.de mit jeder Menge relevanter Links direkt zum Anklicken. Ein Besuch lohnt sich also, wie immer.